So, schauen wir uns vorher von Mimi ein Video an, und zwar der Killer-Clown-Fake von Leon Mascher, Payback Nummer 10. Videos, die ich immer sehr genieße und ich glaube, ihr auch. Prank. Dieser Prank wurde mittlerweile gelöscht. Bedeutet, ich benutze hier einen Re-Upload und den Prank erklärt euch Leon jetzt mal selber. Was geht ab, Freunde? Ich bin's wieder, Leon Mascher am Start. Heute mal wieder mit einem coolen Video. Ich habe mir mal gedacht, ich mache heute mal den Auto offen lassen Prank. Das heißt, wir sind heute in den schlimmsten Straßen von Hamburg unterwegs. Das heißt, wir gehen raus auf die Straße, lassen irgendwo an irgendeiner Ecke ein Auto offen, richtig die Türen offen. Und ja, ich habe da so ein paar Sachen im Wagen drin versteckt und ich gucke jetzt, wie die Leute reagieren, ob da jemand anbeißt oder nicht, ob jemand einsteigen will. Okay, es gibt vier Hauptszenen. Eine Szene mit vier Schwarzen, dann eine zweite Szene mit einem Schwarzen, der mit den ersten vier Schwarzen übrigens nichts zu tun hat. So, ganz kurz. Wir spulen ein wenig vor. Eine Szene mit einem, der verpixelt wurde, wo sich der mutige Leon dann sogar mit ins Auto setzt. Okay, normalerweise verpixelt man ja jemanden, wenn derjenige sein Einverständnis nicht gegeben hat, im Video gesehen zu werden. In dem Video flüchten aber alle. Hey du Mann! Heißt das jetzt, dass er den ganzen Schwarzen hinterher ist und jeden Einzelnen gekriegt hat? Und dann auch das Einverständnis von jedem Einzelnen bekommen hat, sie mit Face zu zeigen, wie sie etwas klauen? Und das gleiche hat er auch bei dem Cappy-Träger geschafft, aber bei dem letzten Typen hat er das dann nicht geschafft? Nee, der ist aus einem ganz anderen Grund verpixelt, und zwar damit man die offensichtliche Kamera hinter ihm nicht sieht. Leon und sein Cutter haben hier richtig verkackt. Die haben in einem Frame nicht ordentlich verpixelt. Dort steht die Kamera mit aufgeklapptem Bildschirm. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, hä? Aber wo der am Ende dann rausgerannt ist, ergibt das ja keinen Sinn mehr, an der Stelle weiter zu verpixeln. Richtig, die haben auch nicht mehr verpixelt, sondern ganz dreist einen schwarzen Balken hingesetzt. Da das auf den ersten Blick vielleicht schwer... Ich weiß, wir haben schon viele Videos davon uns angeschaut und wir wissen alle, dass Leon Mascher videotechnisch absoluter Abschaum auf YouTube ist. Aber ich finde es immer wieder schön zu sehen, wie Mimi seine Ehre nimmt, auf den Boden schmeißt und nochmal rauftritt, weil das sind einfach, das ist einfach ganz ekliger Content, Digga, und wirklich immer wieder schön zu sehen und dass man bestätigt wird, dass man von Anfang an gedacht hat, dass der Content, den Leon gemacht hat oder macht, Schmutz vom Allerfeinsten ist. Ich will Leon nicht als Mensch persönlich beurteilen, denn ich kenne ihn nicht, aber das, was er auf YouTube gemacht hat, ist einfach ganz, 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 ganz unterste Schublade. Wer zu sehen ist, mache ich das Bild mal heller und spiele das Ganze nochmal ab. Leon, bitte erkläre, was soll der Scheiß? Ach, und hier ist übrigens die andere Kamera. Genau hier. Okay, jetzt wo wir wissen, wo diese Kameras stehen, kommen wir jetzt zu den vier Schwarzen. Dort wurde nichts verpixelt, dafür aber was anderes gemacht. Leon hat da nämlich so lange reingezoomt, sodass die gegenüberliegende Kamera nicht mehr zu sehen ist. Es ergibt gar keinen Sinn, so krass in das Dach reinzuzoomen. Das hat nur den Grund, dass der Zuschauer die Kamera, die da hinten steht, nicht sehen kann. Okay, die klauen also irgendeinen Scheiß, aber nicht die Kameras, obwohl die richtig offensichtlich dastehen. So übertrieben offensichtlich, dass Leon im Schnittprogramm dafür sorgt, dass man diese offensichtlichen Kameras nicht im Video sieht. Leon versucht also wieder alles zu vertuschen. Durch Verpixelung, eingefügte schwarze Balken und gezielte Kamerazooms ins Autodach. Ihm ist also wichtig, dass seine Zuschauer denken, dass alles echt ist, sonst bräuchte er es ja nicht krampfhaft vertuschen. Leon will euch nicht unterhalten, sondern euch für dumm verkaufen. Na gut, gehen wir aber nochmal zu dem Intro. Ich mach heute mal den Auto offen lassen Prank. Das heißt, wir sind heute in den schlimmsten Straßen von Hamburg unterwegs. Die schlimmsten Straßen Hamburgs? Ja, ich hab mal rausgefunden, wo der da genau war. Die Straße heißt Hühnerposten. Hier geht's aber richtig ab, das sag ich euch. Oh Gott, hier sieht man sogar schon die Drogendealer. Verdammt, die Araber-Clans sind echt überall. So, und jetzt noch zu dem Cappy-Träger. Das geht ganz schnell. Ich versteck mich jetzt unter eine Decke. Tja, es ist so schlecht gemacht einfach. So schlecht gemacht, Digga. Leon, warum wurde da der Balken eingefügt? Wäre da sonst etwa die Kamera zu sehen? Die Kamera, die der Typ irgendwie nicht sehen kann, obwohl er die so berührt, dass sich der Kamerawinkel ändert? Komisch, dass er nach Wertgegenständen sucht, aber die Kamera nicht mitnimmt. Und schaut mal, wie der schwarze Balken plötzlich verschwindet, wenn sich der Cappy-Träger davor lehnt. Und wenn er wieder weggeht, kommt der schwarze Balken wieder. Nochmal in hell. Digga, es ist so traurig, Digga. Es ist so traurig, Digga. So traurig. Magic!
Wie bitte? Nochmal. Das klappt echt. Ja, natürlich klappt das, wenn man's faked. Und guckt mal, wie cool sich Leon dabei fühlt, seinen Zuschauern zu zeigen, was für ein geiler Hengst er ist und wie krass er Kriminelle vorführt, obwohl alles abgesprochen ist. Guckt euch das an. Junge, das ist so peinlich, wie cool du dich hier fühlst, wenn man weiß, wie billig das gefaked wurde. Ich glaube, ich kotz gleich. Und man weiß ja auch, Digga, Leon hat's gelöscht, weil es halt einfach offensichtlich so schlecht gemacht ist, Digga, ein wenig Kollateralschaden noch zu verhindern, aber halt nicht mit Mimi, Digga. Der schlimmste Fehler von Leon war nicht, diese Videos zu produzieren, sondern der schlimmste Fehler war, Mimi die Speicherkarte zu klauen, Digga. Little clown with anger fan prank. Moin Leute, ich bin's wieder. Ich hab Mimi auch geschrieben. Mich würde es extremst interessieren, was Locke zu sagen hat. Weil Locke war bei so vielen Pranks dabei, die offensichtlich auch gefaked waren. Und ich habe von vielen Leuten auch gehört, dass er Locke richtig ausgenutzt hat. Das kann ich nicht beweisen. Aber ich habe von vielen Leuten gehört, die auch aus dem Umkreis kommen. Leon wohnt ja in Hamburg, dass er Locke richtig ausgenutzt hat, Digga, und ihm Sachen versprochen hat, die nicht eingehalten worden sind, Digga. Mimi geschrieben, es wäre heftig, wenn er Locke am Start bekommen würde, um mit ihm eine Art Interview zu machen, whatever. Weil Locke, ich sag euch ehrlich, Locke mochte ich immer sehr gerne. Ich glaube, Locke ist ein richtig cooler Typ, Digga. Bloß leider Gottes hat Leon auch gemerkt, dass die Leute ihn mochten und hat ihn dann ausgenutzt. Locke, na, alles gut? Und jetzt haben wir es halt, und zwar Leon Mascher. Sein Kumpel, Erlein, unser Kameramann haben uns großgeschossen. Wir brauchen ja seine Hilfe und dann zahlen wir den Vogel mal heim, ne? Okay, in dem Prank rächt sich Locke für den Wassereimer-Prank und für den Haare blond färben. Ich glaube auch, dass Locke da nicht verstanden hat, wie dreist Leon seine Videos faked. Für Locke war, glaube ich, so, also ich kann es mir so gut vorstellen. Locke hatte keine Arbeit, hat vielleicht gerne mal ein Schnäpschen getrunken, hat vielleicht Hartz IV bezogen, whatever. Und Leon hat ihn einfach pro Video vielleicht mal ein Fofi für den Huni gegeben. Und ich glaube, jeder, der in unserer Situation wäre, in der Locke war, würde ich jetzt so behaupten, würde ich sagen, klar, Digga, warum nicht? Ich mach da mit, wenn am Ende was für mich dabei rausspringt, irgendwie so lustige Videos zu machen. Also ich finde, Locke ist der Letzte, dem man da eigentlich Vorwürfe machen kann. Ich glaube wirklich, dass Locke ein richtig cooler Dude ist, mit dem man gute Gespräche führen kann, whatever, der einfach ein sympathisches Kerlchen ist. Locke mochte ich immer sehr gerne und ich würde mir wünschen, dass Locke zusammen mit Mimi ein Video macht, Digga, wo Locke mal erzählt, was Leon eigentlich gemacht hat, Digga. Das würde ich feiern. So wie ich mitbekommen habe, ist Locke aber obdachlos, beziehungsweise hängt auf den Straßen rum. Das ist der letzte Stand der Dinge, den ich gehört habe. Kann sein, dass es sich schon geändert hat. Ne? Keine Ahnung. Prank. Er rächt sich also für etwas, was nachweislich gestellt ist, was dieses Video schon allein deswegen fake macht, weil ja die Rache gar keinen Sinn ergibt, wenn die Pranks davor abgesprochen waren. Ich könnte das Video eigentlich schon damit abschließen, aber wir schauen es uns trotzdem mal genauer an, weil es noch viel dümmer wird. Wollen wir mal rufen? Ja, ruf ihn mal an. Wollen wir mal an. Ich mach mich schon mal fertig. Warte mal, ich hab den noch nicht ganz, ne? Ich muss noch ein bisschen Blut und so. Jo, Bro, was geht? Wo bist du? Wo bist du? Was geht? Ja, ich bin der Klassiker. Ja, wir sind schon auf dem Weg. Komm mal zur Garage auf. Nee, wir sind in der Garage. 10 Minuten sind wir da. Okay, das Ganze ist ein Killer-Clown-Prank. Erdem verabredet sich mit Leon in der Tiefgarage und Locke taucht als Killer-Clown auf. Hier die Schlüsselszenen. Oh, da, Digga, warum brauchst du immer so weit? Schau mal, 10, das sollst du mich nicht machen lassen. So schlecht, Digga. So schlecht. So schlecht gemacht, Digga. Ja, oben wird das Ganze dann halt aufgelöst. Digga, Rocky, du schaust, als ob ich dich mal deine Arme kenne, Alter.
Okay, Moment. Das Auto ist das gleiche wie beim Auto offen lassen Prank, was übrigens Adams Wagen ist. Leon hat den Wagen für den Auto offen lassen Prank ausgeliehen, was den Auto offen lassen Prank im Nachhinein eigentlich noch viel bescheuerter macht, wenn er echt wäre. Weil Leon sogar das Auto seines Freundes einfach Kriminellen überlässt, um damit Klicks zu generieren. Leon, wer saß nochmal bei dem Video, wo es um Klicks über Freundschaft ging? Ach, weil wir hier schon wieder bei dem Abschaum sind. Du und du, ihr seid alles immer noch richtige. Jedenfalls wird sogar die gleiche silberne Cam benutzt und die wurde auch genau wie beim Auto offen lassen Prank positioniert. Nur, dass die Cam diesmal vor einer leuchtenden Armatur steht und Leon merkt davon nichts. Aber sagen wir mal, Leon steht wirklich auf dem Schlauch, obwohl er selber mit dem gleichen Auto geprankt hat und die gleiche silberne Cam auf die gleiche Stelle gelegt hat. Ja, tun wir mal so, als hätte er es nicht bemerkt. Das Ding ist, die haben den Prank noch auf ganz anderen Ebenen verkackt. Guckt einfach mal auf das Wetter. Ich bin, als ob ich durchgedreht bin. Bist du da über die Hose gemacht? Es ist deutlich heller als am Anfang des Videos, wo schon gefühlt die Sonne untergeht. Seltsam. Ich mache mich schon mal fertig. Warte mal, weil ich hab mir noch nicht ganz, ne? Ich muss noch ein bisschen ne? Blut und so. Okay, pass auf. Locke schmiert also Blut auf die Hände, um sich vorzubereiten. Von dem Blut an dem Arm und an dem Messer sieht man aber am Ende nichts mehr. Hä? Sie hatten sich doch 10 Minuten nach dem Intro getroffen. Digga, wenn du schon Pranks fakes, Digga, dann mach's auch vernünftig. Wir sind in der Garage, 10 Minuten sind wir da, Bro. Mach mal schneller, Mann. Aber Locke geht sich in der Zeit nochmal irgendwo die Arme abwaschen. Also nur die Arme, die er doch für den Prank vorbereitet hat. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Kann das vielleicht sein, dass ihr das Intro nicht vor dem Prank gedreht habt, sondern nach dem Prank? Deswegen ist im Intro auch die Tageszeit fortgeschritten. Und dann passt das auch chronologisch viel besser mit dem Blut, was Locke drauf gepinselt hat. Leute, das heißt, die rufen Leon an, um ihn zum Prank zu locken, obwohl der Prank schon geschehen ist. Und wenn man aufmerksam ist, merkt man sogar, dass sich Adam noch verplappert hat. Ja, wir sind schon auf dem Weg. Komm mal zur Garage auf jeden Fall. Wir sind schon auf dem Weg. Nee, wir sind in der Garage. 10 Minuten sind wir da, Bro. Wir? Wer ist wir? Oh Mann, du ey. Leon weiß doch noch gar nicht, dass Locke und der Kameramann bei Erden dabei sind. Hier habt ihr ja mal wieder richtig reingeschissen und für den Haufen Scheiße wollt ihr auch nur 77.000 Likes. Bei 77.000 Daumen hoch. Da lassen wir uns noch was Krasseres einfallen. Der muss mal richtig. Weißt du was? Da kommt was. Ja. Achso, warte mal, ich hab noch eine Frage, Leon. Wo wurde der Killer-Clown jetzt eigentlich angefahren? Richtig, nirgends. Und dann frage ich mich noch, wie du meinen Merch findest. Oh Mann, ey. Das ist ja richtig heftig, Mann. Das ist richtig crazy, Mann. Zeig es mal im Pfanne oder so, Mann. Den Link zum Shop findest du in meiner Beschreibung. Oh mein Gott, ich geh da gleich rein. Oh mein Gott. Oh, was ist das, Mann? Ja, das ist mein Merch und zu jedem bestellten Artikel gibt's eine limitierte Dragon Ball Wackelkarte. Oh mein Gott, die bewegt sich! Die bewegt sich! Oh mein Gott! Das sind 5 Ebenen oder so, ne? Das sieht richtig crazy aus. Achtung, Jumpscare! Mal gucken! Ich hab eigentlich gar keinen Bock mehr drauf, weil mir ist so übel schon ein bisschen irgendwie. Ich würde sagen, man kann echt kotzen. Ja, Digga, Mimi ist der Master in Ehre nehmen, Digga, wirklich. Zu heftig, ne? Zu heftig, Bruder, wie er das macht.